Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich sollte ja noch ein Versprechen einlösen. Vor zwei Wochen habe ich über Gebet gepredigt, über den freundlichen Blick des Vaters, der uns im Vater unser gleich im Eingang des Gebets verheißen ist. Und ich habe ein gutes Buch dazu oder allgemein und von Johannes Hartl, dem Leiter des Gebetshauses in Augsburg. Und er hat ein gutes Büchlein geschrieben mit dem Titel Einfach Gebet. 12 Mal Training für einen veränderten Alltag. Und ich habe gesagt, auf Anraten eines Freundes, ich soll dieses Buch verschenken. Ich habe mich darauf eingelassen, jetzt weiß ich nicht, wie ich das verschenke, wo ich es einfach da reinhaue. Und dann fängt es jemand und sagt, ich hole es eigentlich gar nicht. Ich mache einen Versuch. Also, wer hätte das Buch gerne? So, also ihr dürft schnell nach vorne kommen. Und dann gebe ich jedem 2 Seiten. Nein. Ich habe vorausgedacht. Muss man sich vorstellen. Wie viel sind wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Genau, auf einem dieser Zettel müsste ein Kreuz sein. Wenn keins drauf ist, behalte ich das Buch. Also, und diejenige, die das Kreuz hat, bekommt das Buch. So. Jupp. Jupp. Nein, Entschuldigung. Darfst du ja noch wählen. Der Einzige, der nicht mehr wählen darf, ist dran. So, jetzt hat jemand ein Kreuz drauf. Ja, die Miriam. So, schön. Herzlichen Glückwunsch, liebe Miriam. Johannes Hartl, der Schwerpunkt des Büchleins liegt auf dem Tun. Einfach Gebet, einfach tun. Gut. Vielen Dank. Gottes Segen dir beim Lesen und beim Einüben. Das Teil geht immer weiter runter. Geht von mir schon in die Knie. Der Titel dieser Predigt heute lautet ja selbstgebastelte Götter oder dem wahren Gott begegnen. Manche wissen, wo dieses Bild aufgenommen wurde. Das ist in der Werkstatt hier im Freizeitheim und ihr seht da verschiedene Dinge, unter anderem ein Kreuz, ein Herz und all die Dinge, so Götter, die man sich zusammenbastelt. Mir begegnen immer wieder Menschen, die sagen zum Beispiel, ich bin enttäuscht von Gott. Gott hat mich einfach enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Ein anderer sagte mir, wo ist er denn, der Gott? Ich war sogar auf Gebetsstation 1 auf der Liege, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe in den Himmel geschaut, ich habe diesen Gott nicht gesehen. Viele sagen heute, wenn ich mit ihnen über den Glauben rede, so stelle ich mir Gott nicht vor. Ich habe eine andere Vorstellung von Gott. Ich stelle mir Gott anders vor. Und die Frage ist natürlich immer, bin ich Gott nicht begegnet oder dem Gott, wie ich ihn mir vorstelle? Ich war auf Station 1 und ich bin dem Gott nicht begegnet, wie ich ihn mir vorstelle. Ich war sogar im Gottesdienst auf der Lindenwiese und ich bin dem Gott nicht begegnet, wie ich ihn mir vorstelle. Also bin ich enttäuscht. Aber da dürfen wir doch zurückfragen, ja, um wen geht's denn? Um den wahren Gott oder um den Gott, wie ich ihn mir vorstelle? Oder anders ausgedrückt, bin ich von Gott enttäuscht oder von dem Bild, das ich mir von Gott gemacht habe? Manchmal bin ich von meiner Frau enttäuscht. Und wenn ich näher
hinschaue, bin ich nicht von ihr enttäuscht, sondern von dem Bild, das ich mir von ihr gemacht habe, was ich von ihr erwartet habe. Vielleicht hat sie mir aber was viel, viel Besseres parat gehalten. Aber ich habe es nicht gesehen, weil ich auf was anderes fokussiert war. Zentrale Frage ist, bin ich von Gott enttäuscht oder vom Bild, das ich mir von ihm machte? Und jeder von uns, auch der Frömmste und der Bibeltreueste, schnitzt sich so seine Gottesbilder zusammen. Der bastelt sie zusammen, der schmiedet sie vielleicht zusammen. Ich habe mir ein Bild geschmiedet oder ein Bild geschnitzt, gebastelt. Und im Propheten Jesaja, da lesen wir so etwas Wunderschönes. Von solchen, die sich Gottesbilder im wahrsten Sinne des Wortes schnitzen. Die Propheten im Alten Testament, das waren so die unbequemen Menschen. So richtig unbequeme Leute waren das. Die hat man nicht gemocht, denn die haben immer kritisiert. Die haben das Volk kritisiert, die haben dem König gesagt, wie bescheuert und gottlos ist. Die haben dem Volk gesagt, wo sie Gott gegenüber untreu sind. Und Propheten hatten kein gutes Leben. Viele von ihnen wurden gesteinigt, umgebracht, ihre Spur verliert sich. Und Jesaja schreibt hier über selbst gebastelte Gottesbilder. Im 44. Kapitel im Buch Jesaja sagt er, man wählt sich eine Zeder oder eine besonders kräftige Eiche im Wald oder man zieht Lorbeerbäume, die der Regen groß und kräftig werden lässt. Mit dem Holz dieser Bäume macht sich der Mensch ein Feuer, er wärmt sich daran, backt das Brot damit und aus demselben Holz macht er sich Götterbilder. Und vor diesem Bild, das er sich schnitzt, wirft er sich zu Boden. Den einen Teil des Holzes verbrennt er, auf dem Feuer brät er sich Fleisch und isst sich an dem Braten satt. Er sitzt am Feuer und sagt, ah, das wärmt, was für ein schönes Feuer. Aus dem anderen Teil macht er sich einen Gott und wirft sich davor nieder. Er betet zu dem Holz und sagt, rette mich, du bist doch mein Gott. Und dann führt er es nochmals aus und er sagt, der Schmied nimmt ein Eisen und arbeitet, bis er total erschöpft ist, hämmert drauf rum wie ein Blöder und nachher wirft er sich davor. Jeremia sagt es noch krasser, er sagt, ihr geht in den Wald, fällt einen Baum, aus dem einen Teil schnitzt ihr eine Vogelscheuche für das Gurkenfeld, den zweiten Teil nehmt ihr, um euch Brennholz zu malen und vor dem dritten Teil werft ihr euch nieder. Was für ein Quatsch. Und wir denken vielleicht, naja, das ist weit weg. An dem Punkt bin ich nicht und ich schnitze mir ja nicht mein Gottesbild zusammen. Und ich schmiede es mir nicht zusammen, aber ich glaube nicht, dass wir so weit davon entfernt sind. Wir denken uns unsere Gottesbilder zusammen. Wir sind immer noch Kinder der Moderne, da denkt man. Und das denkt man sich zusammen und nachher ist man vielleicht sehr enttäuscht. Ich will heute nicht auf falsche Gottesbilder eingehen und was wir uns alles so zusammendenken vom Großvater Gott oder vom Wunscherfüller Gott, sondern mir geht es mehr heute auch um das Bild vom wahren Gott, der die falschen Götter entlarven soll und uns wirklich ein echtes Bild von Gott vor Augen malt. Jesaja sagt ja, ohnmächtige Menschen sind sie alle, die sich Götterfiguren anfertigen und ich füge hinzu, oder ausdenken, ein Bild von ihnen machen. Ihre Götzen, die sie mit solcher Hingabe verehren, auch sie sind machtlos. Wer für sie eintritt, beweist damit nur, wie dumm und blind er doch ist. Auf ihn wartet ein böses Erwachen. Wie kann man bloß auf den Gedanken kommen, sich einen Gott zu basteln? Eine völlig nutzlose Metallfigur. Wer sich auf diese Machwerke verlässt, sagt Jesaja, der wird bitter enttäuscht werden. Es ist berechtigt, wenn ich frage, bist du von Gott enttäuscht oder von dem Bild, das du dir von ihm gemacht hast? Wenn ich so einen Groll in mir trage oder eine Enttäuschung über Gott,
Und darf ich mir die Frage stellen, bin ich wirklich von Gott enttäuscht oder von dem Bild, das ich mir von ihm gemacht habe? Jesaja sagt, ihr werdet mit diesen Götzenbildern bitter enttäuscht werden. Die können euch nicht retten, die können euch nicht helfen. Ist natürlich die Frage, was zeichnet eigentlich den wahren Gott aus? Was zeichnet den wahren Gott aus? Was sind die Eigenschaften des wahren Gottes? Im selben Kapitel schreibt Jesaja, ich habe euch geschaffen. Ihr gehört zu mir und seid meine Diener. Niemals, niemals, niemals werde ich euch vergessen. Eure Schuld und all eure Sünden habe ich euch vergeben. Ganz schönes Bild, sie sind verschwunden wie Wolken, wie Nebelschwaden in der Sonne. Ein schönes Bild. Kennt das? Nebelschwaden, Wolken, auf einmal haben sie sich aufgelöst ins Nichts. Kommt zurück zu mir, denn ich habe euch erlöst, sagt Jesaja. Ich vergesse euch niemals. Niemals. Eine Eigenschaft. Niemals werde ich euch vergessen. Dann sagt, ich vergebe eure Sünden. Eine Eigenschaft von Gott. Ich vergebe euch eure Sünden. Das heißt auf der anderen Seite, Gott ist auch ein kritisches Gegenüber. Und das ist in unserer Zeit sehr unpopulär, über Sünde zu reden. Ich habe diese Woche eine Begegnung gehabt mit einer Frau und sie hat mich gefragt, was denn hier draufstehen würde. Ob das die Anzahl meiner Kinder wäre. Habe ich gesagt, können Sie wählen zwischen 3 oder 16 oder beides zusammen wären 19 oder 3 geteilt durch 16 wäre auch eine komische Zahl. Und sie sagt, was steht da, um was geht es? Ich sage, es ist ein Bibelvers. Ja, was für ein Bibelvers? Und ich sage, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hergab. Damit jeder, und ich konnte nicht mehr ausreden, und sie sagt, so ein Kirchenquatsch. Nur ein Kirchenquatsch, was Sie da auf dem Arm haben. Jetzt kommen Sie wieder mit der Sünde und der Schuld. So ein Quatsch. Aber kurz vorher hat sie mir erzählt, wie böse und schlecht es doch in der Welt her und zugeht. Die bösen Menschen, was die alles falsch machen. Dann redet man über die Schuld, dann ist es Kirchenquatsch. Und ich sage, ich komme nicht mehr mit. Ich kann Ihnen nur eins sagen, wenn sich alle Menschen an die 10 Gebote halten würden, wird es anders aussehen auf dieser Welt. Davon bin ich überzeugt. Das wäre ein Leben. Das wäre ein Leben. Ja, das mag schon stimmen. Und sage ich, dann müssen wir aber auch über die Schuld reden. Wenn Menschen nicht so leben, was geschieht dann? Das ist nicht Kirchenquatsch. Wenn es besser werden soll auf dieser Welt, in meinem Leben, in eurem Leben, im Miteinander, dann kommen wir nicht darum herum, auch über Schuld zu reden. Und wir reden nicht gut über Schuld. Wir halten sie einander vor, hauen sie uns um die Ohren. Gott benennt Schuld und er vergibt. Und damit sagt er, das ist die Lösung, wie wir mit Schuld umgehen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Ich habe zu ihr gesagt, denken Sie bitte mal über den ersten Teil nach. Aus Liebe, aus Liebe, aus Liebe. Wir bleiben hängen am Kreuz und sagen, so ein Quatsch, wieso muss ich Jesus opfern? Gäbe es doch andere Wege. Aber wenn wir mal darüber nachdenken, dass er das aus Liebe getan hat, bekommt das eine ganz andere Dynamik nochmals. Aus Liebe. Aus Liebe ging Jesus ans Kreuz. So sehr oder auf diese Art und Weise hat Gott die Welt geliebt, dass er mit der Schuld einen Weg gefunden hat, die wir auf uns geladen haben und die alles kaputt macht. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr. Und dann sagt Jesaja, wendet euch wieder mir zu, kehrt um. Kommt zurück. Gott lädt uns ein, dass wir zu ihm kommen. Kommt zu mir.
Er will eine Beziehung zu uns. Jesaja hat 700 vor Christus gelebt. Wir schreiben das Jahr 1587 vor Christus. Gehen in die Wüste zu einem Schafhirten. Dem ist ein bisschen langweilig. Der hütet die Schafe, kommt am Dornbusch und entdeckt ein sonderbares Phänomen. Der Dornbusch, der brennt. Aber er verbrennt nicht, aber er brennt. Und dann sagt eine Stimme aus dem Dornbusch: Mose, ziehe deine Schuhe aus. Du befindest dich auf heiligem Land. Und dann bekommt Mose einen Auftrag, nämlich das Volk, das geknechtet und geknebelt und versklavt ist in Ägypten, die Israeliten, herauszuführen. Und dann kommt das Entscheidende und er sagt zu diesem Gott, zu dieser Stimme: Ja, was soll ich dem Volk denn sagen? Wer schickt mich? Wer bist du? Wie heißt du? Und die Stimme sagt: Ich bin, der ich bin. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Oder ich werde mit dir sein. Ich bin bei euch. Jahwe. J-H-W-H im Hebräischen. Jahwe. Und das ist der Gottesname, der am häufigsten vorkommt im Alten Testament. Die Martina könnte das genauer sagen. Die hat in ihrer Bachelorarbeit darüber geschrieben, 6800 Mal kommt dieser Name vor, Jahwe. Ich bin, der ich bin, ich werde mit dir sein. Der häufigste Name wird bei Luther mit Herr übersetzt. Überall, wo man Herr liest, steht Jahwe, Herr, großgeschrieben, alle vier Buchstaben. So stellt sich Gott vor, genau das, was auch Jesaja sagt: Ich habe euch nicht vergessen. Ich bin mit euch, ich gehe mit euch, komm zurück zu mir, der bin ich. Der ich bin, geht mit euch. Und genau das, wenn wir genau hinhören, und genau das wird in Frage gestellt. Wir basteln uns Götzen, schnitzen sie, die können wir in die Hosentasche stecken. Und die haben wir immer bei uns, denn das ist die Grundangst von uns, dass wir verlassen werden, dass wir alleine sind, dass uns dieser Gott nicht treu ist. Und zur Sicherheit basteln wir uns dann eigene Götter im Kopf oder schnitzen sie oder kaufen sie oder hängen sie uns um den Hals, so wie ich, und meinen, darin liegt der Schutz. Aber Gott sagt: Hey Leute, ich bin Jahwe. Ich bin, der ich bin. Ich bin mit euch und ich gehe mit euch und ich bin euch nahe. Vergesst das nicht. Vergesst es nicht. Ich bin bei euch. Ihr müsst euch nicht irgendwas ausdenken und schnitzen und schmieden und basteln. Ich bin bei euch. Und wenn ich dieses Kreuz trage, ich bin kein Schmuckmensch, tragen einen Ring, ein Kreuz und ein Tattoo, alles mehr oder weniger gezwungenermaßen, außer dem Ehering, den habe ich selbstständig mich dafür entschieden. Dann will ich nicht, dass in diesem Kreuz die Kraft liegt und ich sage: Kreuz, gib mir die Kraft, sei bei mir. Sondern das ist immer ein Hinweis auf diesen Gott, dass wenn ich das Kreuz trage, dass ich weiß und erinnert werde: Er ist bei mir, er ist bei mir, er hat es verheißen, er heißt Jahwe. Der ich bin, der ist mit mir. Ich brauche mir nichts selber schnitzen. Wir suchen uns eben Gottes Bilder, die händelbar sind, die wir bestimmen. Das ist der große Unterschied. Wir brauchen einen Gott, der tut, was wir sagen. Das wäre ein guter Gott. Ich weiß nicht, wer den Film angeschaut hat, Bruce Allmächtig. Toller Film, wo Bruce die Allmacht bekommt und den Mond herzieht.
Und ein paar Stunden später in den Nachrichten liest, dass ein Riesen-Tsunami über den asiatischen Raum gegangen ist, weil der Mond irgendwie nicht mehr dort ist, wo er sein sollte. Und so gibt es ein paar Dinge und am Ende sagt Bruce, ich will nicht allmächtig sein. Ich mache alles kaputt, ich bin dem nicht gewachsen. Und das ist der Punkt. Gott sagt, ihr seid dem nicht gewachsen. Bitte bastelt euch keine eigenen Götter. Lebt mit mir. Lebt mit mir und euer Leben wird gelingen. Und ihr werdet staunen, wie es gelingen wird. Wir leben ja auf dem Markt der Möglichkeiten. Und der Markt der Möglichkeiten, das ist auch im religiösen Sinn so. Man bricht ein Stück weit vom Hinduismus raus, ein bisschen vom Islam, ein bisschen da, ein bisschen dort. Und am Ende kommt etwas heraus, das wir selbst gebastelt haben. Es ist furchtbar, es hat keine Kraft. Die Vorstellung Gottes findet ihren Höhepunkt hier mit Jahwe und dann im Jahre 4 nach Christus oder 0, wir nehmen das Jahr 0, findet die ganze Geschichte ihren Höhepunkt. Und wir lesen im Brief an die Hebräer, der Schreiber ist nicht bekannt, und dort sagt er, in der Vergangenheit hat Gott in vielfältiger Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Wir waren jetzt in den Propheten bei Jesaja, einem der großen Propheten. Und zwei Linien gehen durch die Propheten durch. Das ist der Götzendienst, die selber gebastelten Götter und die soziale Ungerechtigkeit. Und das geht Hand in Hand. Die Propheten prangern es an, auf schärfste Art und Weise die soziale Ungerechtigkeit. Wenn Menschen unterdrückt werden aufgrund von falschen Gottesbildern und die Götzenbilder. Aber jetzt am Ende der Zeit hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Ihn hat Gott dazu bestimmt, dass ihm am Ende alles als sein Erbbesitz gehören soll. Durch ihn hat er auch am Anfang die Welt geschaffen. Das ist nur so eine Beschreibung von Jesus. Und dann kommt die ganze Herrlichkeit, die ganze Schönheit Gottes leuchtet in ihm auf. Das ganze Gewicht, die ganze Fülle der Macht leuchtet in ihm auf. In ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Wenn man sich vorstellt, sein innerstes Wesen hat Gott in Christus sichtbar gemacht. Durch sein machtvolles Wort sichert er den Bestand des Weltalls, nachdem er sein Leben zum Opfer gebracht hat, um uns von unseren Sünden zu reinigen, hat er sich im Himmel an die rechte Seite der göttlichen Majestät gesetzt. Ihr merkt die Parallelen zu Jesaja. Es geht wieder um Schuld, die vergeben wird. Und es geht um einen Gott, der uns ganz nahe ist. Und zentral ist in diesem ganzen Bild und bei allen Bildern, Gott stellt sich vor. Die Götzenbilder basteln wir uns selber. Gott stellt sich vor. Jemand hat mal gesagt, wir müssen Gott suchen, bis er uns gefunden hat. Das bringt die Spannung zum Ausdruck. Wir können ihn nicht finden, sonst basteln wir uns etwas. Aber wir sollen suchen, bis er uns gefunden hat. Also ist ein Prinzip durch die ganze Bibel. Gott stellt sich uns vor. Die Frage ist nur, ob wir achtsam genug sind. Und Gott will auch dir heute Morgen begegnen. Die Frage ist nur, ob du achtsam bist oder ob du deine Vorstellung hast, was der Thomas sagen sollte oder ob du darauf achtest, ob genau dieser Satz heute fällt oder nicht. Und wenn der nicht fällt, war die ganze Predigt Essig. Habe ich mir doch wieder gedacht, dass er diese Bibelstelle nicht bringt. Ich habe es mir gedacht. Und dann gehe ich nach Hause, bin verärgert. Und dann singen sie noch das Lied dazu. Ich hätte mir ein anderes Lied vorgestellt.
Das Lied kam nicht, der Vers nicht, alles Essig. Und Gott sagt, hallo, ich habe dir was bereit gehabt. So was genial, gigantisch, starkes. Und du warst auf dein eigenes Bild fixiert. So schade. So schade. Das ist ein Problem, mit dem wir uns herumschlagen, mit unseren eigenen Bildern, ob geschnitzt, geschmiedet, gebastelt. Oder ob wir offen sind, sagen, Herr, hier bin ich. Deshalb liegt man Station 1 auf diese Liege und sagt, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, ich bin jetzt einfach vor dir. Und ich will mal Vorstellungen fahren lassen, wie du bist und sein solltest. Ich will dir einfach so begegnen. Gott ist vielseitig erlebbar, vielschichtig, aber am deutlichsten erkennen wir ihn in und durch Jesus. Und zwar den Jesus, wie er uns in der Schrift begegnet. Und wir kommen nicht drum herum, ums Bibellesen, die Evangelien lesen. Denn die schmalen uns in ihren Stories, in ihren dramatischen Geschichten, malen sie uns ein Bild von Jesus vor Augen. Und jedes Mal, wenn wir Jesus sehen, können wir sagen, so ist Gott, so handelt Gott, so geht Gott mit den Menschen um. Ach, so ist Gott, der mächtige Schöpfergott, der ist so. Der trägt diese Charaktereigenschaften in sich. Ohne Bibellesen können wir Gott nicht kennen. Den Gott der Bibel, den wahren Gott, können wir nicht kennen. Sonst haben wir wieder Allmachtsfantasien. Die rote Linie durch alles ist von unseren Sünden gereinigt, Versöhnung, Beziehung, Errettung, weil er barmherzig ist. Horst Seehofer dürfte allen bekannt sein. Ich habe einen Artikel im Stern gelesen, während ich bei der Friseurin gewartet habe. Normal wartet die auf mich, diesmal musste ich warten. Und da schreibt der Redakteur, in einem Satz zusammengefasst, beschreibt Horst Seehofer sich selber. Und da sagt er, ich lasse mich nicht von einer Kanzlerin entlassen, die nur wegen mir Kanzlerin geworden ist. Horst Seehofer, ich lasse mich nicht von einer Kanzlerin entlassen, die nur wegen mir Kanzlerin geworden ist. Ich bin Horst Seehofer, ich bin Bayer. So. Und jetzt gibt es einen Satz über Gott. Das ist so ganz anders wie der Satz von Horst Seehofer, wo Gottes Wesen, Gottes Eigenschaft, Gott selber in einem Satz beschrieben wird. Und das macht Johannes in seinem ersten Brief. Und er sagt ganz einfach und schlicht, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Wenn wir das Wesen Gottes beschreiben wollen, Leute, sagt er, dann sagen wir, Gott ist Liebe. Es gibt ein schönes Lied von Tessé, das das beschreibt. God.
Ich muss noch ein paar Dinge dazu sagen. So, Gott ist nur Liebe. Wagt für die Liebe alles zu geben. Gott ist nur Liebe. Denn Liebe weckt in uns so was romantisch Verklärtes. Glas Bordeaux, Kerzenschein, die verliebten Augen, die wohlige Wärme, das ist eine Seite einer romantischen Liebe. Und die hat ihren Platz. Aber wenn Gott von Liebe redet und wenn Johannes sagt, Gott ist Liebe, und dann sagt er das gleichzeitig mit einem gewissen Schmerz, denn er bezieht sich darauf, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hergab. Liebe ist bei Gott Tat. Und wenn Johannes in seinem Brief schreibt, Gott ist Liebe, dann sagt er im nächsten Satz gleichzeitig, und Gott hat seine Liebe bewiesen, zur Tat werden lassen, indem Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Und damit sagt er, Liebe ist sich verschenken. Und Gott hat sich an uns verschenkt. Das ist der Gott. Wenn wir sagen, Gott ist Liebe, ist es ein Gott, der ein, wie Luther gesagt hat, Backofen voller glühender Liebe ist, der sich verschenkt. Und allein dieses Bild, ein Gott, der sich verschenkt, aus Liebe verschenkt, allein dieses Gottesbild hat so eine Wucht. Wenn wir darüber nachdenken, das in uns hineinlassen und das zum führenden Bild für Gott wird, das wird unser Leben auf den Kopf stellen. Nicht, dass wir zu gutmütigen Trotteln werden. Ich erlebe das im Moment sehr stark. Ich habe den Eindruck, auf meiner Stirn steht, wer braucht Geld? Also was ich in den letzten Wochen auch von dieser Person gefragt werde wegen Geld. Und dann sagt man im nächsten Satz, du bist doch Christ und noch Pastor. Du musst uns doch was schenken. Und ich ringe damit und ich kämpfe damit und sage, was bedeutet es, die Liebe Gottes zu leben mit so einem Menschen, der jetzt Geld will? Was bedeutet das? Wie sieht das aus? Und das sind nicht die schnellen Antworten, ich gebe dir nichts oder logisch gebe ich dir, ich bin ja Christ und ich bin ja Pastor, die verdienen Geld wie Heu. Wie gehe ich damit um? Und ich merke, dass dieses Bild, nur dieser Satz, Gott ist Liebe und Gott hat seine Liebe bewiesen, indem er ans Kreuz ging, unser Leben völlig radikal verändert. Da ist Vergebung drin, da ist Versöhnung drin, da ist Neuanfang drin. Wenn das unsere Beziehungen und Ehen prägen würde, unsere Beziehungen in der Gemeinde, das wäre unfassbar. Und deshalb brauchen wir, und davon bin ich überzeugt, in einer schnelllebigen Zeit, mehr solche Momente, in denen wir zur Ruhe kommen. Und ich weise wieder auf den Gebetsweg hin, wo wir vor Gott sind, auf dem Ding liegen und sagen, Gott ist Liebe. Und jetzt bin ich unter dem liebenden Blick des Vaters. Allein dieses Bild ohne Imperativ und ohne Gebote hätte eine weltverändernde Kraft. Gott ist Liebe ist nicht zu verwechseln mit Gott ist lieb. Wir haben aus dem liebenden Gott einen lieben Gott gemacht, der händelbar ist, der halt lieb ist. Gericht gibt es nicht mehr, Sünde gibt es nicht mehr, Schuld gibt es nicht mehr. Der ist ja immer lieb zu uns. Er streichelt dem Daniel Baltusch über die Haare und sagt, Daniel, hast du wieder mal beschissen, aber ich bin ja lieb. Ist nicht so schlimm, Daniel. Mach deine Frau auch und deine Kinder und dein Nachbar. Was soll's? Das ist nicht der liebende Gott. Das ist der liebe Streichelzoo-Gott. Auch ein Bild. Jesus hat bezahlt. Und er hat teuer bezahlt. Und das ist Liebe. Gott
ist Liebe. Er verschenkt sich. Wir haben ein Bild von Gott, wenn wir vom lieben Gott ausgehen, ein Bild von Gott, dass er uns von allem Übel und von jeglicher Versuchung fernhält. Letzten Sonntag hat mich jemand gefragt und gesagt, Thomas, denkst du, dass Gott zulässt, dass wir versucht werden? Ich sage, ja, ich denke, er lässt es zu. Denkst du, dass Gott uns Schweres zumutet? Und ich sage, ja, davon bin ich überzeugt, dass er das tut. Wir haben am Taufsonntag, ich habe den Marius gefragt, am Taufsonntag das knappe und bewegende Zeugnis von Marius gehört, einem jungen Burschen voller Energie und Kraft, Opelfahrer, leidenschaftlich. Jetzt 18, fährt seinen weißen Opel Astra, satte 116 PS, energiereich. Aber dieser Marius hat eine schwere Geschichte hinter sich. Das hat er uns gesagt, zur Welt gekommen, Lippen, Kiefer, Gaumenspalte, viele Operationen hinter sich. Wäre doch ein Grund, an diesem Gott zu zweifeln und sagen, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und Marius hat gesagt, in all den Operationen habe ich gespürt, wie Jesus bei mir ist. Spürt ihr was? Jahwe, ich bin der Gott, der mit dir ist. Jesus. Und Jesus heißt ja, könnte man auch, wird mit Immanuel übersetzt. Und Immanuel heißt Gott mit uns. Er hat den Gott erlebt in seiner Not. Und da sind wir an einem Kernpunkt. Wenn wir denken, Gott hält alles Leiden von uns fern, alle Krankheit, alles, dann haben wir uns getäuscht. Aber eines verspricht er uns, hoch und heilig, dass er immer, in jeder Notlage, immer bei uns ist. Und das habe ich letztes Jahr erlebt, der Krankheit meiner Frau und in vielen Situationen, Gott ist da. Das andere ist wieder ein Götterbild, das wir machen, das enttäuscht wird. Aber dass er bei uns ist und uns liebt, das ist unumstößlich. Paulus bringt das so zum Ausdruck: Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod? Aber dennoch, sagt er, dennoch, mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so sehr geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftigen, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes und Tiefes oder sonst irgendwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Egal was kommt, das steht unumstößlich. Nichts und nochmals nichts wird uns trennen von der Liebe Gottes. Und das ist uns in Jesus Christus verbürgt. Und wenn das in uns lebt, können wir uns von allen anderen Götterbildern ganz leicht verabschieden. Wir können ihnen Urlaub geben auf Lebenszeit und sagen, geht auf die Malediven oder Seychellen. Egal. Ich brauche euch nicht mehr. Letztendlich steckt die Frage, die entscheidende Frage hinter allem: Was stelle ich in den Mittelpunkt meines Lebens? Was? Mich und mein Leben und meine Probleme? Und dann bastel ich mir ein Gottesbild drumherum und dieses Gottesbild, dieser Gott soll das lösen? Oder stelle ich Gott in den Mittelpunkt, den liebenden Gott, und sage, ich lasse mich auf dich ein. Ich will dich besser kennenlernen. Ich will dir begegnen, sogar mitten im Leid. Dich, Herr, will ich suchen. Dich will ich suchen, immer in jeder Situation. Dich will ich suchen und mir nicht ein Bild basteln, was du jetzt zu tun hast. Das Entscheidende ist, dass ich mich auf diesen Gott einlasse.
ganz und gar und in den Notsituationen ihn suche. Das ist wie in den normalen Beziehungen. Als wir geheiratet haben, meine Frau und ich, das liegt Urzeiten zurück, 37 Jahre, und da habe ich so ein Bild gehabt von meiner Frau. Ein schönes Bild. Sie ist ja auch hübsch, aber auch so, was sie mir alles bieten könnte, war ein tolles Bild. Über die Jahre habe ich gelernt, wie das Bild mehr und mehr enttäuscht wird. Am Anfang habe ich gesagt, Regina, du enttäuscht mich. Mit der Zeit habe ich gelernt, die Bilder, die ich mir von ihr gemacht habe, enttäuschen mich. Und das ist gut. Enttäuschung ist ja gut. Da fliegt eine Täuschung auf. Ist ja gut, eigentlich schmerzhaft, aber gut. Und ich würde sagen, wir sind jetzt in einer Phase unserer Ehe, in der dritten Phase, wo wir beginnen, einander zu suchen, zu verstehen. Zu sagen, Regina, wie denkst du an dem Punkt? Wie könnte das nach deiner Vorstellung aussehen? Wie empfindest du an dem Punkt? Und auf einmal begegnen wir uns. Sie fragt mich, ich sie, und wir begegnen uns. Nicht mehr den Bildern, den wir voneinander gemacht haben, sondern wir begegnen uns personal als Menschen. Und das hat Kraft. Und das ist schön. So ist es auch mit Gott. Deshalb müssen die Götterbilder weg, dass wir Gott begegnen, so wie er ist. Und dann werden wir erst durchdringen zu dem Satz, Gott ist Liebe. Mitten im Leid triumphieren wir, denn Gott ist Liebe. Und das wird mein Beten verändern. Und wir hören auf, ich will, ich brauche, ich und ich und ich, sondern wir beginnen wie im Vater unser mit dein. Es geht mal um dich, Gott, denn du weißt besser Bescheid. Du, auf dich will ich hören, dich will ich suchen jetzt, dich und dir will ich begegnen jetzt, das will ich. Und dann schauen wir, was du für einen Plan und für Ideen für das Ganze hast. Und das bringen wir jetzt im Lobpreis unter anderem zum Ausdruck. Wir sagen im Lobpreis, wie Gott ist und machen ihn zum Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit. Und nicht mich und meine Probleme, sondern ihn und sein Wesen. Und wenn wir 20 Mal singen, Gott ist nur Liebe, dann wird das mit uns etwas tun. Davon bin ich überzeugt. Wenn wir singen, Gott ist allmächtig, dann sagen wir gleichzeitig, es gibt kein Problem, das größer ist. Und wenn wir sagen, Gott ist gut, wenn wir das singen, dann sagen wir, es gibt keinen Umstand, der diese Tatsache ändern kann, dass Gott gut ist, egal was kommt. Und wenn wir sagen, Gott ist der Schöpfer, dann sagen wir damit, er wird mich versorgen mit allem, was ich brauche. Und wenn ich sage, Gott ist Leben pur, dann sage ich damit, durch Jesus bekomme ich Anteil an diesem Leben und an diesem ewigen Leben. Und dann verändert sich auf einmal unsere Sichtweise. In dem Sinn wollen wir jetzt in Lobpreis einsteigen. Gott segne euch und begegne euch als der wahre Gott. Und werft mal alle Bilder über Bord, die ihr euch so zusammengeschnitzt und gebastelt und geschmiedet und geschweißt habt. Und das Leben wird eine ganz neue Dimension aufnehmen. Amen. Stimmt ihr dem zu, oder? Amen. Okay, bin ich beruhigt, sonst hätte ich nochmals vorne angefangen.